Ich will das noch fertig haben. Ich spiele ja schon mit dem Gedanken mit dem Videoschnitt. Also im Kopf bin ich schon beim Videoschneiden. Ich meine, bei Banish geht es ja relativ zügig. Da habe ich meine Vorlagen und ja, cutte einfach, je nachdem, was ich gerade sage, zwischen 15 und 18 Minuten. Das kann ich nahtlos durchgeben. Ich hoffe nur, dass der Arbeitsspeicher-Austausch ein bisschen was bewirkt hat, dass ich den Media-Encoder nutzen kann. Weil der funktionierte nach einer Zeit gar nicht mehr durch den kaputten Arbeitsspeicher. Weil der Media-Encoder hat diesen zu 100% belastet. Und durch einen Defekt im Arbeitsspeicher sind die immer fehlerhaft gerendert worden. Immer. Beziehungsweise haben zum Teil auch ganz normale Folgen bis zu 16 Stunden wurden mir angezeigt. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also so ganz zufrieden bin ich jetzt hier irgendwie noch nicht so. Warum kommen denn die Steine nicht ran? Ich meine, der Vorteil ist, wenn das hier so weitergeht, ne, auch mit der Produktion von Metall und Stein und so, dann kann ich da drahtlos gleich hinterher zimmern. Ist wirklich so. Habe ich eigentlich hier in dem Bereich irgendwie einen Brunnen sitzen? Irgendwas? Ja, einen Brunnen habe ich, alles klar. Weil mir kam nämlich so der Gedanke, ich habe ja Katastrophen an. Und wenn mir hier ein Brand ausbricht, um Gottes Willen, ganz zu schweigen, dass es auch eine Errungenschaft gibt von wegen 20 Brunnen, soll man haben. Und das wird irgendwann lustig, weil wenn die Karte voll ist, fängt man an zu rangieren. Das heißt, man muss umbauen und kann sich durch den Umbau so ziemlich alles ruinieren, was man sich aufgebaut hat. Die Logik erschließt sich mir nicht wirklich. Jetzt haben wir noch 32 Holz. Ah, jetzt kommen die Steine. Okay. Okay, ich habe wieder zwei Laborer. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. Fishing Dock ist baubereit. Das Bodenhaus wird auch noch... Die Steine kriegen wir auch noch irgendwie ran. I hope so. Und dann heißt es warten. Wenn die Gebäude fertig sind, muss wirklich mal eine Weile abgewartet werden, weil Nahrungsüberfluss oder Verschleiß, das müssen wir alles ausbalancieren. Und natürlich die Jobs auffüllen. Damit das auch alles zu 100% so läuft, wie wir es gerne hätten. Das Problem ist, die laufen eine halbe Ewigkeit. Um hier in dem Bereich zu bauen, das ist echt brachial. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich setze hier oben noch ein Haus. Ich meine, das dauert jetzt nicht so lange, diese Häuser zu bauen. Aber wir brauchen die Arbeitskräfte hier oben. Wisst ihr? Die laufen momentan im Nirvana rum. Ja, ich glaube, das machen wir so. Ist egal. Es muss sein. Wir haben so viele, ich nenne es mal alte Frauen. Alt mit 35, yay. Da fühle ich mich doch gleich hauchjung. Die ersten Kinder gehen wieder ins Studentendasein. Aber ich habe keine andere Wahl. Wie gesagt, die Belieferung da oben wird ein bisschen schneller gehen. Hoffe ich. Aber interessant wird das nachher definitiv mit den Queries. Also hier, was ich in diesem Bereich gebaut habe. Den Platz muss ich eh noch ein bisschen ausnutzen. Ich weiß nur nicht genau mit was. Weil, wenn das Ding mal aufgebraucht ist oder das, ist es da, aber unnutzbar. Das heißt, man kann zwar das Ding abreißen, ne, dass das Gebilde weg ist, aber der Schandfleck hier bleibt bestehen. Und darauf kann auch nichts gebaut werden. Das funktioniert leider nicht. Und insofern, dadurch, dass Steine ja für den Bau immer benötigt werden, könnte es irgendwann zu Komplikationen kommen, was das angeht. So, jetzt machen wir mal das Haus. Jetzt dürfte näher der Händler bald schon wieder vor der Tür stehen.
bringen mir dann wahrscheinlich doppelt gemoppelt Schafe und Kühe und was nicht alles. Aber das werde ich dann auch komplett übernehmen. Es läuft ja nicht weg. Es läuft ja nicht weg. Es läuft nicht weg. Wir sind jetzt übrigens im 12. Jahr. Ja. Bin mal gespannt. Ja, also wenn die beiden Häuser stehen, dann mache ich es wirklich. Dann setze ich die beiden Labora mal ein. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die anderen nicht ganz so lange brauchen, die Kinder. Eigentlich waren ja da noch zwei 14er Studenten. Zack. Sehr schön. Ob ich da jetzt... Sieht das nur optisch so aus? Oder habe ich da echt... Nee. Okay, schade. Macht nix. In dem Orchard Tree kommen wir vorbei natherher. Aber ich muss es halt so machen. Gatherer, Forester, Student. Wir haben hier unten, wenn das komplett ausgebaut ist, haben wir hier unten 3. Dann haben wir den Gatherer 4. Das sind 7. Fisherman nochmal 11. Und den Hunter nochmal 3. 14 Arbeitsplätze. Und 5 Häuser entsprechen ungefähr 10 Arbeitsplätzen. Es sei denn, die Kinder lasse ich noch eine Weile da drinnen wohnen. Und ich habe hier gerade mal... Ja doch, dann hätte ich hier 10 Arbeitskräfte, die in der näheren Umgebung wohnen, die sich dann davon ernähren können. Das Problem ist, ich muss hier noch einen Woodcutter hinsetzen, ne? Stimmt. Jetzt habe ich das Problem, dass mir diese Familien irgendwann erfrieren werden. Wartet mal, wo ist der? Da. Woodcutter, Woodcutter. Das habe ich ja total verdüst. Ja, weil mir die sonst irgendwann erfrieren werden, weil sie einen halben Kilometer laufen müssen, um mal ein bisschen Feuerholz unterm Arsch zu kriegen. Oh Gott. Ja, es ist C. Als Let's Play, wie viele mir so schön sagen, eigentlich nicht geeignet, aber es ist trotzdem ein geiles Game. Hier oben natürlich auch keine Labora, weil jeder Arbeitsplatz hier gleich ausgefüllt wird mit Leuten in der Nähe. Das heißt, die Labora kommen irgendwo hier unten aus der Stadt. Gehen natürlich dort dann auch dementsprechend irgendwo was essen. Ich hoffe natürlich, die Bäume sehen sich hier irgendwie noch selbst aus. Ich finde das irgendwie idyllisch. So ein Waldstädtchen. Wie gesagt, ich hätte nur gerne, dass der Berg hier komplett bepflanzt gewesen wäre. Schade. Schade, schade, schade. Genauso wie hier rein. Das ist halt ungenutztes Land. Fischermann. Na super. Ist ja dumm gelaufen, ne? Warum kriegt das Ding hier schon wieder Priorität? Ach, letztendlich ist auch scheißegal. Ich guck gerade mal. Der Weg ist länger als der da hoch, ne? Ja. 41 Loks, 58 insgesamt. Oh, Geduld ist eine Tugend. Ich wollte gerade sagen, spult auch einfach mal vor. Vielleicht ist es dann besser, aber... Mh, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh Mann, ey. So, jetzt haben wir dann auch das Haus fertig. Bringt momentan rein gar nichts. Ich lasse das einfach so weiterlaufen, bis die anderen fertig sind, in der Hoffnung, dass noch ein Labor hinterherkommt. Weil mit einem Bauarbeiter brauche ich ein Jahrhundert, um die Dinger fertigzustellen. Aber es müsste eigentlich sein. Ich hatte zwei 14er Studenten und die gehen mit 17 raus, was ungefähr ein Dreivierteljahr entspricht. Meine ich. Meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Im Kindesalter sind die irgendwie verdammt schnell mit dem Wachsen. Der ist sogar 18 Student. What? Hat er den Absprung nicht geschafft, oder was? Auch 18. Ziehen.
Okay, das ist krass. Zwei 18er-Studenten, die dürften eigentlich gar nicht mehr Student sein. Wie wär's denn, wenn die mal sich zu Labora weiterentwickeln würden? Das wäre traumhaft. Ja, mit anderen Worten, momentan brauche ich es nicht fertig bauen. Ich habe keine Arbeitskräfte. Das ist voll scheiße. Die Nahrung steigt jetzt schon wieder. Wie ich es gerade sehe. Verstehe ich nicht. Ich setze die Notkarte an, der bekommt Pri. Achso, na gut, die haben erstmal nur leer gemacht, aber Rohstoffe werden noch nicht rangetragen, ne? Okay. Jetzt kommen sie langsam. What? Scheiße. Ach, er nimmt aber alles an sich gerade. Stahltools. 400? Das hat einen Wert von 1. Ach du Scheiße. Machen wir mal hier. Das ist Wert von 3. Machen wir mal 300. Genau. Trade. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gut, kannst abhauen. Danke. Das heißt, wir können Weizen anbauen, beziehungsweise Mais ist es, ja? Yeah! Gut, aber wie gesagt, Nahrung geht nach oben, definitiv. Definitiv, also Tendenz steigend. Das Haus wird auch gerade beliefert, sehr gut. Ja, so viel Zeit muss sein jetzt. Also wie gesagt, ich lasse die Häuser hier beliefern mit den Leuten, die jetzt gerade nicht viel zu tun haben. Und mit meinem einen Laborer hofft, dass die 18er-Studenten irgendwann das Schulwesen satt haben und endlich arbeiten wollen. Eigentlich gehen die mit 17 raus. Ich kapiere das nicht. Oder brauchen die Männer einen länger? Nee, es ist ja ein Weib. Männer? Weiblein? Das ist eigentlich. Ist egal, ein beides. Oder. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ernsthaft. 72. Ah, mal gucken. Wartet mal. Kann ich den irgendwie verfolgen? Gesundheitlich. Oh, im Steinbruch. Mit 72. Hut ab. Hut ab. Resolve of Locks. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Alles gut, alles gut. Oh, jetzt geht's aber rapide. Jetzt, Iron. 35 Iron. Hier mal so nebenbei gesammelt. Hammer. Mal gucken, im Winter ist wieder ein Quartal rum. Mal gucken, ob sie dann aus der Schulpflicht entlassen werden. Übrigens, solche Sachen wie zum Beispiel Straßen setzen, ne? 2000 Einheiten Straßen, Steinstraßen. Steinstraßen sind Luxus. Und wer 2000 Einheiten Straße auf Stein, aus Stein setzen kann, by the way, so rum wird ein Schuh draus. Der hat Stein im Überfluss auf der Karte, weil, wie gesagt, irgendwann wird dieses Phänomen eintreffen, dass man mit Queries hantieren muss. Und das ist, schwierig bei der Geschichte hier mit dem Holz und so weiter. Das muss alles Hand in Hand laufen nachher. Die jetzt dieses Jahr schon ernten? Ist schon relativ groß. Hm. Na, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Renny ist jetzt Student. Er ist zum Schüler geworden. Ich glaube, der rennt ja nicht immer weg vor der Arbeit. Oh Gott. Sorry. Musste sein.